Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Blogbeitrag. Mein Name ist Robert Schröter und ich bin Experte für Immobilien und Vermietung. In diesem heutigen Beitrag beschäftigen wir uns mit der Frage, darf ich nach der Übergabe entstandene Schäden am Mietobjekt von der Kaution abziehen? Ja, das ist eine interessante Frage, die stellen sich viele Vermieter, aber leider oft viel zu spät, denn es sollte schon in der Übergabe, in dem Übergabeprotokoll sollten alle Mängel an dem Mietobjekt, die vorher noch nicht bestanden haben, direkt notiert werden und der Mieter muss natürlich eine Möglichkeit bekommen, nachzubessern. Erst wenn er dieser Frist nicht nachkommt, diese Arbeiten noch auszuführen, dann haben sie die Möglichkeit, die Arbeiten fachgerecht durch einen Betrieb ausführen zu lassen, um sie dann von der Kaution abzuziehen. Des Weiteren können sie natürlich von der Kaution auch noch Mietschulden abziehen, aber speziell geht es jetzt erstmal um die Arbeiten, die ausgeführt werden müssen. Wenn der Mieter diese Arbeiten dort fachgerecht ausführt, fachgerecht heißt wirklich, er muss sie vernünftig ausführen und auch so, wie ein Fachbetrieb sie ausführen würde, natürlich nicht unbedingt in der Qualität, aber von der Ausführung her, dann besteht auch die Möglichkeit, dass der Mieter wieder mehr von seiner Kaution zurückbekommt. Aber wirklich wichtig wäre, dass Sie in dem Übergabeprotokoll im Sinne beider Parteien notieren, welche Mängel bestehen und bis wann sind diese Mängel zu beheben. Oft lassen sich dann Einigungen finden zwischen beiden Parteien, welcher Betrag in Zukunft einbehalten wird. Ich hoffe, das Video hat Ihnen weitergeholfen. Wenn Sie tiefergehende Fragen haben zum Thema Schäden am Mietobjekt nach der Übergabe, schauen Sie gerne auf meinem Blog www.robertschröter.com oder Sie klicken hier unter diesem Video auf den Link, dann sind Sie automatisch auf dem Blog. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.